Ja, hallo zusammen. Heute ein eigentlich ganz kleines Thema, das aber insbesondere für frisch gebackene Eltern oft ein großes Thema ist. Es geht um die Neugeborenenakne. Ganz viele Babys, ein bisschen mehr Jungs als Mädchen, entwickeln so nach 3, 4 Wochen im Gesicht eine richtige Akne, also wie man es so aus der Pubertät kennt. Und die Pickel gehen dann auch so ein bisschen runter im Dekolleté-Bereich, manchmal auch bis auf den Bauch. Und da ist jetzt einfach zu wissen, gut zu wissen für Eltern, dass das eine ganz natürliche Geschichte ist, die nicht krankhaft ist, die man gut erklären kann. Das liegt daran, dass die Frauen gegen Ende der Schwangerschaft vermehrt männliche Hormone, Androgene produzieren, die Babys wichtig sind für die Lungenreifung zum Beispiel, und dass die dafür sorgen, dass es eben zu diesem Akne-Schub kommt. Und das Wichtigste ist, dass man da nicht versucht, furchtbar viel drauf zu schmieren oder irgendwas zu machen, denn meistens führen Cremes, vor allem fette Cremes, nur dazu, dass das Ganze schlimmer wird. Also im Prinzip geduldig bleiben, gar nichts machen. Die Babys sehen manchmal für 2, 3 Wochen nicht so super, super schön aus. Ist dann manchmal so ein bisschen blöd, wenn man irgendwelche Taufbilder oder sonst irgendwas machen will, aber da muss man durch. Und im Normalfall flaut das Ganze wieder völlig von alleine ab. Und spätestens, wenn die Kinder dann 1,5 Monate oder so sind, schauen die wieder wunderschön aus. Das ist eigentlich alles zum Thema Neugeborenenakne. Bis nächste Woche.